Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Heute Morgen stehe ich da jetzt vor dem Bahnhof von Wassen. Oder besser gesagt, der ehemalige Bahnhof. Da fährt leider kein Zug mehr. Es Busbetrieb. Außer die Museumseisenbahn. Da vor mir ein großes Fabrikgebäude. Und da vorne das Dorf Wassen. Euch nimmt es jetzt sicher Wunder, wo meine Wanderung heute durchgeht. Ich habe jetzt zuerst einen langen Aufstieg und dann kann ich oben die Aussicht genießen. Mein Ziel ist für heute Lutheren Bad. Ich wünsche gute Unterhaltung. Da überquere ich jetzt die Grüne. Die fließt dann im grünen Matt in die Emme. Ja, da ist es nicht gut gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber so wie es aussieht, hat es hier leider auch ein Todesopfer gegeben. Ich bin da noch im Schatten und zum Glück zweigt jetzt der Wanderweg da ab und ich komme auf einen Naturweg. Und da hier schon das erste schöne Brückli, wo ich diesen Bach überqueren kann. Und da hier jetzt den ersten kleinen Aufstieg. Das ist gar nicht schlimm. Das da finde ich jetzt ganz eine schöne Stelle. Und da kann ich den Bach schon wieder überqueren. Da könnte es auch ein bisschen glatt sein. Jetzt ein bisschen aufpassen. Aber das geht gut so. Und da hat es auch schon den ersten Steinmann. Schon wieder Verwandte von mir. Jetzt geht der Wanderweg
da ein bisschen an diesem Hang entlang. Und so wie es aussieht, kommt hier auch ab und zu was runter. Das Schöne ist heute Morgen, neben dem Rauschen vom Wasser, auch die Vogelstimmen. Und da unten ist sogar noch ein Kunstwerk. Fast wie eine Brücke, eine kleine. Und da unten noch ein kleiner Wasserfall. Und da vorne geht schon eine kurze Treppe hoch. Mittlerweile habe ich jetzt eine relativ flache Stelle erreicht und jetzt geht das da nach hinten. Kommt noch die Post, aber wahrscheinlich hat die nichts für mich hier oben. Der Weg wird immer interessanter. Da kommt sehr viel Wasser aus dem Hügel raus. Und hier muss ich sogar noch durch Wasser hindurch. Da ist keine Brücke. Mal schauen, ob ich das schaffe. Sehr spannend, diese Wanderung. Schon am Anfang. Da kommt sicher auch vor, nach einem starken Gewitter, dass der Weg überflutet ist, könnte ich mir gut vorstellen. Wo ich heute auch noch gespannt bin, ob ich in den Schnee hochkomme, weil die höchste Stelle ist über 1333 Meter über Meer. Je weiter nach hinten ich komme, umso wilder wird dieser Graben. Da hätte man noch eine Wasserquelle. Also ich muss jetzt wirklich sagen, bis jetzt hat mir die Wanderung schon sehr gut gefallen. Außer gerade am Anfang. Das war traurig. Und da kommt auch so ein Graben runter.
Und da fragt man sich schon langsam, wo der Weg hinführt. Ich darf auch sagen, bis jetzt war der Aufstieg gar nicht schlimm. Geht immer ein bisschen hoch. Und wenn das so bleibt, dann kann ich wirklich zufrieden sein. Wo führt da der Weg hin? Und schon sieht man die Lösung. Hoha, das da hinten aussieht. Und dauernd kommen so kleine Rinnsale runter wie da. Oder auch da vorne wieder. Und hier macht der Weg auch schon wieder eine Kurve. Wo komme ich da nur noch hin? Da bin ich jetzt wieder ganz am Bach. Und sieht fast so aus wie in einer Schlucht. Und da oben, da geht mein Weg durch. Da unten bin ich vorher gerade durchgekommen. Und ich glaube, langsam komme ich zur Sonne. Jetzt habe ich doch schon einiges an Höhe gewonnen. Der Wanderweg geht hier schön am Hang entlang. Übrigens, ich habe da auf der anderen Seite drüben diesen Weg geplant gehabt und nicht da. Aber da ist natürlich tausendmal schöner
als der andere Weg auf der anderen Seite. Da bin ich davon hundertprozentig überzeugt. Jetzt lichtet sich der Wald schon ein bisschen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt beim Aufstieg noch keine Sonne gehabt habe. Weil es wäre wirklich heiß geworden. Ich habe schon genug warm. Ich habe den ersten großen Aufstieg bezwungen. Und da die schöne Aussicht ins Emmental. Jetzt mal eine Rundumsicht. Da unten beim Wegweiser, dort bin ich aus dem Wald hinausgekommen. Und auf dieser Seite, da sieht man leider nicht runter. Und der Wanderweg geht jetzt hier noch weiter hoch. Aber ich glaube, so lange und steile Aufstiege, wie ich jetzt am Schluss hatte, kommen heute nicht mehr. Da geht es noch hoch zum Bergeknübeli. Das ist eine Erdburg. Da im Emmental gibt es interessante Burgformen. Und zwar sind sehr viele nach einem Tier geformt. Diese da oben hat die Form von einem Delfin oder einem Schwertwal. Man kann das nicht so sicher sagen. Aber von oben herab betrachtet sieht es wirklich so aus wie ein Fisch. Und da gibt es noch mehrere solche Burgen. Das ist nicht die einzige. Aber wir gehen jetzt da nicht noch hoch. Man sieht ja nicht mehr so viel. Eiger, Mönch und Jungfrau in Sicht. Und noch viele andere Schweizer Alpen. Und da hier vorne, dieser markante Hügel da, hier, das könnte der Ahorn sein. Dort komme ich heute auch noch durch. Und da geht es jetzt wieder mal runter. Ich habe fast eine Waldautobahn, da wieder im Wald drin. Und wieder einen Aufstieg. Aber der sollte nicht so lange sein. Dieser Berg, an dem ich jetzt aufsteige, heißt Gitzlichnubu. Auf Deutsch so viel wie Ziegenknubbel. Noch zum vorherigen Hügel. Das Wort Gitzli sind eigentlich die jungen Ziegen gemeint. Denen sagt man bei uns Gitzli. Und da habe ich jetzt wieder einen ganz schönen Weg und geht auch nicht mehr steil hoch. Das ist einfach eine Traumwelt. Das Emmental. So schön da oben. Und man spürt so richtig den Frühling.
Jetzt habe ich die Hornbach-Ecke erreicht. Auch ein sehr schöner Punkt. Und da vorne darf ich natürlich schon wieder runter und kann mich dann wieder vorbereiten für den nächsten Aufstieg. Einen Blick zurück, von da bin ich jetzt gekommen. Und da hier geht es weiter. Ja, liebe Wanderinnen und Wanderer, jetzt habe ich wieder einen ziemlich steilen Abstieg, sogar da mit einem Geländer. Dafür kann ich dann wieder weiter hinten umso mehr aufsteigen. Da sehr viele Wurzeln wieder. Und da unten wäre sogar noch ein Bänkli. Aber ich habe gerade vor noch nicht so langer Zeit eine Pause gemacht. Und schaut da, dieser Ausblick. Wow! Sogar das Kernkraftwerk von Gösgen und ganz, ganz weit hinten noch das zweite Kernkraftwerk. Wow! Und da vorne diese größere Ortschaft mit dem Hochsilo, das ist fast sicher Huttwil. Und da unten das nähere Dorf ist, soviel ich weiß, Weissachen. Der Weg da oben durch ist ganz toll. Ab und zu geht es wieder ziemlich steil runter. Übrigens, da wurde auch Holz gefällt. Jetzt wieder zum Weg. Wie gesagt, zwischendurch geht es ziemlich steil runter, dann wieder ein kurzes Stück steil hoch und dann wieder flach. So schön ausgeglichen und bis jetzt gar nicht schlimm. Zwischendurch habe ich ganz, ganz schöne Aussichtsstellen mit einer wirklich grandiosen Aussicht oben. Da verliere ich jetzt wieder ziemlich viel an Höhe. Aber jetzt gibt es so ein Training. Da bin ich jetzt gerade runtergekommen. Und da unten sieht man die Straße, die vom Wasen Richtung Weissachen und Eriswil und dann weiter auch nach Huttwil führt. Und da vorne geht die Straße durch einen kleinen Tunnel, die sogenannte Fritzenfluh. Es ist nicht ein langer Tunnel, aber doch ein bekannter. Sonst wäre nämlich die Durchfahrt nicht möglich, weil hier über diesen Hügelzug noch zu fahren, das ginge nicht gut. Da unten ist der Eingang in den Tunnel. Jetzt bin ich noch gespannt, ob man dann auch noch auf die andere Seite sieht.
und ich bin immer noch im Abstieg. Da hier stehe ich jetzt oberhalb vom Tunnel auf der Fritzenfluh. Und wenn ich mich umdrehe, sieht man da unten auch wieder die Straße. Und da vorne, oh, sehe ich schon wieder, dass es sehr steil hoch geht über eine Treppe. Und das muss jetzt die Fritzenfluh sein. Nach einem doch jetzt heftigen Aufstieg habe ich da wieder fast eine Flachlandetappe. Und ich glaube mir nicht, da oben sind die noch mit einem Traktor unterwegs. So wie es aussieht, am Holzfällen. Wobei es ja da unten ein relativ schöner Weg. Übrigens, auf dem Weg, wo ich jetzt heute unterwegs bin, ist auch ein Zugangsweg zum Napf. Ich werde aber nicht ganz auf dem Napf wandern. Ich werde vorher ins Tal Richtung Lutherenbad absteigen. Da oben durch ist ganz schön zum Wandern. Auch wenn ich jetzt da sehr viel im Wald drin bin. Zwischendurch habe ich einen Ausblick auf die gegenüberliegende Seite. Aber es ist so schön da oben. Da drüben hat es doch noch wenig Schnee. Und langsam komme ich in die Alpen hoch. Es ist wunderschön da oben. Jetzt da diesen Weg weiter. Es gibt wieder mal eine Rundumsicht. Oben wäre noch eine schöne Sitzbank. Ich glaube, ich gehe noch zu dieser hoch. Da hier drüben, da, diese große Ortschaft, das ist Önsingen. Da drüben, dieser höhere Hügel,
Das ist der Schild. Den werde ich jetzt auf der rechten Seite umwandern. Über diese Ebene bin ich jetzt gekommen. Bis jetzt habe ich erstmals ein Ehepaar gesehen, das auch eine Wanderung unternommen hat. Sonst habe ich noch keine Wanderer gesehen. Das erstaunt mich ein bisschen, weil es ist so eine schöne Wandergegend da oben. Aber jetzt. Da bin ich jetzt gerade hochgekommen und kaum hat man den Wald verlassen, hat man schon wieder eine sehr schöne Aussicht. Bis jetzt ist es ein Wanderweg, den ich zu den schöneren zähle, die ich dieses Jahr und auch letztes Jahr gemacht habe. Außer natürlich die Schrattenfluh. Das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich komme dem Schnee immer näher. Bin wirklich gespannt, ob ich ihn noch erreiche. Und da geht es doch jetzt wieder ein bisschen hoch. Dafür darf ich ab und zu die Aussicht genießen, wie hier wieder. Einfach so schön. Oh. Und da unten mag man noch den Weg kennen, wo ich jetzt hochgekommen bin. Da. Da unten irgendwo geht die Kantonsgrenze durch. Hier stehe ich noch im Kanton Bern und da drüben, das ist alles schon Kanton Luzern. Oben werde ich zum Teil im Kanton Luzern wandern und zum anderen Teil im Kanton Bern. Jetzt geht es da weiter hoch. Da das größere Haus, das ist die Bresteneck, das ist ein Restaurant. Und das da hier vorne, das ist das Alprestaurant Ahorn und oben wäre der Ahorn. Und dann dieser Ausblick von da oben. Gösgen ist auch schon am Einheizen. Und da unten das erste Dorf, Eriswil. Das schöne Fass. Da geht es ziemlich runter ins Tal. Jetzt hoffe ich, dass das Restaurant da vorne offen hat. Dann gehe ich dort was essen.
Ich vermute, dass da hinten, wo der letzte Hügelzug ist, dass das bereits Deutschland ist. Das muss Deutschland sein. Und da unten irgendwo möchte ich noch einen Gruß hinschicken an die Ruth. Sie ist irgendwo da unten zu Hause. Mal einen Blick auf die andere Seite runter. Und da vorne, das Alprestaurant Ahorn, das ist bereits auf Luzernerboden. Aber da stehe ich noch immer auf Berner Boden. Die Kantonsgrenze geht da der Straße entlang. Und da vorne der erste Schnee, den ich heute sehe. Und dann kommt sie hier vorne, noch vor dem Haus, durch und geht da den Hügel hoch. Auf den Ahorn.